Hallo und guten Tag. Allen von euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich sehe mich hier und das ist ja schon vollkommen ungewohnt, denn ich bin ja heute wirklich ich und habe auch den Platz gewechselt, bin in meinem ganz normalen Wohnzimmer, wo ich sonst auch immer sitze und nicht in der Essecke, wo ich sonst meine Videoaufzeichnungen mache. Die Nachbarin, die habe ich natürlich auch schon gesehen, die hat ja gestern dann doch ein Familienessen gemacht, also nicht, wie sie es im Clip gesagt hat, dass da gar nichts ist. Die hat sich richtig Mühe gegeben, die hat nämlich Hirschgulasch gemacht zum Heiligabend und ein Parfait dazu. Und von dem Parfait hat sie mir auch was gebracht und das war super, super lecker. Ich hatte meine Mama zu Gast, ansonsten ja hier eher vom Wetter her alles ein bisschen improvisiert, sage ich mal, weil rein verkehrstechnisch ging hier in Frönnberg nichts mehr. So eingeschneit kann ich mich nicht erinnern, dass wir das jemals mal waren. Aber nun gut, da müssen wir auch durch. Die Hunde auch, die buddeln sich durch. Die vier Kleinen, die ich habe, die sind eingesunken bis zu den Ohren. Und nur Max, der konnte also sich mit Mühe und Not, dem ging das nur bis zum Bauch, der Schnee. Aber alles in allem, das hat ja auch alles seine positiven Seiten und die muss man dann ja auch nehmen. Aber mir ist meine Markise hinterm Haus zusammengebrochen, die an den Wintergarten geht und ja, die hing dann zum Heiligabend pünktlich genau vorm Ausgang, sodass wir uns den auch erst noch freischaufen mussten. Das war also das weniger Schöne, aber ansonsten alles friedlich, alles schön und ich hoffe, das ist bei euch auch so. Aber ich weiß, es gibt ja viele, die Weihnachten bewusst oder unfreiwillig allein verbringen. Und damit ihr nicht enttäuscht seid, habe ich gesagt, ich mache auch die kleine Weihnachtsansprache. Das ist doch selbstverständlich, weil ich habe ja zugesagt, es ist eine Daily Show, ein Daily Clip. Und da haben wir ja dann natürlich auch die Möglichkeit, das auf Weihnachten zu machen. Heute fasse ich mich allerdings ein bisschen kurz, denn ich habe keinen Hellweger Anzeiger und Nachrichten aus der Bildzeitung will ich auch nicht jeden Tag vorlesen. Ich wünsche euch einen friedlichen ersten Weihnachtstag und berichte dann morgen, wie es mit den Schneefällen und anderen Dingen hier in Frönnberg weitergeht. Alles Liebe, alles Gute für euch und wie gesagt, einen friedlichen ersten Weihnachtstag.